Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit gegen die Schallmauer. Dann werde ich jetzt mal kurz meine Ultrazid rausholen. Und bevor ich jetzt mit euch irgendwas mache, mache ich jetzt das Ding erstmal heil hier. So. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit. Oh, sehr schön. Soll für diese Folge erfüllt. So. Oh, ich sehe, ich habe nur 8 Minuten. Warum habe ich nur 8 Minuten fürs gesamte Event? Das ist ein bisschen wenig. Heißt, ich gebe hier mal ein bisschen Gummi. So. Jetzt haben wir 15 Minuten Zeit. Dann können wir uns hier jetzt in Ruhe noch um alles kümmern. Oh, es muss doch noch einer mehr gewesen sein. Ah, hier. Na komm. Fürs Muni. Oh, Minigun ist schon fast leer. 30.000 Schuss einmal mal so verballern in der ganzen Aufnahmesession. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss jetzt sowieso bald mal gucken, wie viel Folgen ich überhaupt aufgenommen habe. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt einfach nur immer ja, Aufnahme gedrückt gelassen und dann ist gut, ne? Bedeutet, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt eigentlich schon habe. Jetzt schleicht sich in mir das schlechte Gewissen des zu viel Vorproduzieren rein. Aber kommt, es ist doppelt EP. Wer kann es mir verübeln? Die paar Level kommen mir ja wieder ganz zugute. So. Nee, ist nur ein Haufen. Da. Hallöchen. Denn ich möchte noch den einen oder anderen Perk ja noch umändern. Gut, 10 Level werden halt mal wieder nicht ausreichen. Ah, da hinten bist du. Wäre halt nett, wenn du runterkommen würdest, ne? Aber ist einfacher. Also ignoriere ich dich wieder, ja? So lange? So, schön drauf da. Und tschüss. Ja, ich gebe gleich auf. Oh, ist der mir aber gekonnt ausgewichen. So. Jetzt haben wir dich auch weg. Die nächste Minigun, habe ich das richtig gesehen? Na, mal gucken. Aber diesmal nur Pirscher, das ist vollkommen in Ordnung. Für den Schredder reicht die. Ah, heute 3 legendäre Miniguns bekommen. Wahnsinn. Da habe ich gar nicht so viel Minigun-Muni bei. Zack und zack. Irgendwie geht mir jetzt schon wieder das Gepfeife auf den Nerv. Ich werde es mal wieder abstellen. So. Event wird ja trotzdem weiter gemacht. Aber man hat diesen nervenden Pfeifton nicht mehr. Der ist schon ein bisschen nervtötend. Das sieht so aus, als wenn die Brandbestie da sitzt und wartet, dass wir sie abholen. So richtig bockig und geknickt. So, ich habe keine Lust mehr. Jedes Mal kommt der Bulldörtel her und kloppt mich einfach so um. Hab dem gar nichts getan.
Ja, eigentlich bin ich ja auch hinter deinen verbrannten Kollegen her, ne? So. Du meinst mein Ding da hinten ein bisschen angreifen zu können, ja? Ah, da hinten noch. Und das ist auch schon verkrüppelt. So. Jetzt hört sich sogar schon das Rascheln meiner Minigun für mich im Ohr an, als wenn die jetzt halt wieder ihr Jingle-Ding durchziehen, wenn sie neben einem stehen. Eieiei. Ich bin, glaube ich, geschenkgeschädigt. Hey, umbrezeln hier. Oh, für dich habe ich auch nochmal. Ne? Und für dich auch. Wehre die zweite Welle ab. Na, bauen wir mal. Shell-Generator ist fast im Eimer, muss ich bloß aufpassen. Mal ein bisschen versuchen drauf zu achten. Na? So, wie weit bist du runter? Oh, es geht. Knallen wir heute alles leer. Und am Ende laufen wir nur noch mit einem Gatling-Laser rum. Ah, willst du rüberkommen? Willst du nicht rüberkommen? Hier ist kein Durchkommen. Ja, warte. So. Wo ist denn das Mistvieh jetzt? Was, du hast dich jetzt zweimal angebrüllt und dann hast du gesagt, jetzt gehe ich wieder? Naja. So kommen wir aber auch nicht zum Rendezvous hier. Jetzt hat es mich ja natürlich aggro. Jetzt sitze ich hier. Aber da kommt schon die nächste Welle. Doch. Natürlich schiebt mich hier jetzt einer runter. Geht euch schämen. So. Ohne Beine kannst du mich jetzt auch nicht mehr schieben. Ha. Hast du davon. So. Bitte ohne Ton. Ah, jetzt kommt. Oh, zwei Sterne. Oho. Raketen habe ich keine. Können wir mal ein bisschen Muni sparen hier. Nämlich einfach den Gatling-Laser nehmen. Ist ja ähnlich präzise. Hat halt nur nicht so einen Explosionsradius. Und auch nicht so ein Schaden jetzt wie die Minigun, aber ist halt deutlich schneller. Und lässt mich eigentlich auch nichts verbraten. Naja, jetzt kommst du aber ein bisschen früh runter. So. Ah, wenigstens bis zur Regeneration getrieben. Schon mal ganz okay. Da war sogar ein Ultrazit-Bauplan, den ich noch nicht habe. Okay. Nice. So, nochmal eine Runde drauf pfeffern.
Aber kurz umdrehen hier. Na. Ah, jetzt haben sie es gleich kaputt. Aufhören. Meins. Schaffe ich sie vorher? Nein. Aber wir können es ja nochmal reparieren hier. So. Und wieder ausmachen. Kurz nachladen. Weil ihr dürftet die Letzten sein. Sehr schön. Jetzt versperrt ihr mir hier aber schon die Eingänge hier. Ah, kommt sowieso nichts mehr. Na gut. Gucken wir mal. Oh, zwei Fusionskerne. Wieder mit 5 mm Munition. Und eine regenerierende Metallrüstung. Auch nicht schlecht. So. Schauen wir mal. Kann ich mich noch porten, wenn ich rausgehe? Ich hätte noch eine Idee. Ja, können wir. Wir haben ja jetzt schon unsere Geschenke bekommen. Bedeutet, wir gehen jetzt mal ins Capitol Building von Charleston. Machen da nochmal eine kleine Runde. Um halt vielleicht so nah wie möglich nochmal ans Level Up zu kommen. Weil ich musste dann jetzt gleich mal auch gucken, wie viele Folgen ich jetzt schon habe und wie viel ich denn noch machen könnte. Festplattenplatz und so, ne? Und ich denke mal, ich habe dann auch für die Zeit jetzt auch bald genug gelevelt. Selbst wenn ich es jetzt nur bis 30 schaffe. Was ich wenigstens hoffe. Selbst wenn ich das eine Level mehr nicht schaffe, was ich mir eigentlich gerne hätte vorgenommen. Dann habe ich eigentlich für dieses Wochenende sehr, sehr viel gelevelt. Also 5 auf dem Versuchsturtle. Knapp, ja, 30 Level habe ich auf dem Lager-Twink gemacht. Und wenn ich jetzt hier auch nochmal 10 schaffe, denn summiert sich das eigentlich ganz gut. Dann könnte man sagen, ich habe genug gelevelt. So, jetzt können wir hier noch kurz nach dem Verbrannten gucken. Aber es sind normale. Uninteressante, verbrannte, normale. So, heißt, wir gehen jetzt hier hinten einmal hin. Dann haue ich mir auch mal die dicken Perks rein, damit wir jetzt hier wirklich nochmal einen Speedy Gonzales machen können. Mal in 10 Minuten mal alles versuchen, so wie lang wie möglich runterzureißen. Heißt, wir spawnen auch die Power Armor, die große. Gehen hier rein. Und dann machen wir jetzt erstmal das Skill-Paket, was ich schon die ganze Zeit nicht geöffnet habe. Ist ja vom 25 her. So, Schleichen, konzentriertes Feuern, tragbares Power und unwiderstehlich. Linkshänder zeigen der neuen Rechtschreibung die kalte Schulter. Und ich danke dir, Bruder, dass ich das... Na, warte. Ich mach's noch dramatischer. So, ich nade erst noch mal genug nach und dann rasiere ich dir den Kopf einfach weg. Und das ist auch nicht dein Ernst, oder? Gut. Ich ruhe? Nee. Irgendwo ist noch jemand, aber egal. So. Den lassen wir jetzt stehen. Frech, meine Gebrüder. Frech. Wollen mich noch nicht mal die Karte vorlesen lassen. Ja? Sagen sich so, nö, warum auch? Bist eh ein Arsch. Killst du uns jeden Tag einmal im Westtech. Wir hassen dich abgrundtief. Ja, so denken meine Brüder über mich. Über niemanden anderen sonst. Jeder andere, der sie umbringt, ist voll in Ordnung. Wenn ich hingehe und sie umbringe, das ist nicht gut. Gut, ich bin auch der Bruder, aber ne. Spinnerei muss auch mal sein.
So. Ah. Okay. Kein Bug, kein gar nichts. Können wir gleich loslegen. Dann, Geschichten am Lagerfeuer. Nee, keine verbrannten. Oh, das ging aber sehr schnell, J47. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, das war gar nicht J47. Ihr wart das auch nicht. Das wüsste ich. So. Aber trotzdem rotze ich euch jetzt alle weg hier. Hä? Kenn ich doch nichts. Ja, kommt her. Am besten in Scharen. Damit ich mein EP-Level hier nochmal richtig reinkrieg. Na, kommt mal jemand? Da hinten. Irgendwie kriegen die mich gerade nicht so richtig mit. Oder wollen mich einfach nur ignorieren? Na, was sind coole? Was will man auch erwarten? Ah, hier kommt schon der erste entgegen. Na. Oh. Da haben wir sogar einen legendären zwischen. Nicht unter mich stellen. Unter mich. Lass mich doch mal looten. So, ne? Wo ist der Legendäre? Da ist er. Ja. Ein Ghoul, der eine Ghoul-Töters Waffe bei hat, ne? Dann haben wir nochmal ein Holzbein. Hier im Wasser ist bestimmt keiner, oder? Nee. Könnt trotzdem nach Fusionskern gucken. Ne, nichts. Nichts, nichts. Oh, ja. Tote brauche ich nicht nochmal erschießen. Ah, da kommen sie doch langsam alle. Oh. Ein bisschen zu früh. Ah, die Ghoule werden wach. Na, zwei habe ich da noch. So. Einen noch. Ah, hier. Und da. Ja, zumal einen noch, ne? Kommen nochmal fünf um die Ecke. Welches Event ich halt auch gerne machen würde, wäre, oh, wie heißt das? Moment, da kommt noch einer raus. Da ist gerade noch einer gespawnt. Na gut, dann mach ich euch nochmal weg hier. Wer mich hier nicht looten lassen will, ne? Der hat sogar nochmal Legendärstatus. Okay. Nimm dir auch alles ab. Kein Thema. Die rasende Knochenkeule hier. Für den Schredder. Ja, aber was ich, welche Events ich jetzt vielleicht noch gerne haben würde für schnelles Leveln wäre. Boah. Na gut, geleitete Meditation eher nicht so. Aber eine Nacht voller Gewalt. Wäre nicht schlecht. Könnte ich noch ein bisschen mit den Granaten rumspielen. Ich habe noch ein paar in Kiste geschmissen. Um noch ein bisschen was machen zu können. Das wäre natürlich noch mega nice. Wenn ich die Nacht noch kriegen würde. Aber langsam würde ich mich auch mit einer geleiteten Meditation abgeben. Gibt auch gut EP. Wäre jetzt auch nicht das Ding.
Aber die habe ich in letzter Zeit viel zu häufig gemacht. So, und hier ist jetzt, ihr seid auch endlich mal gespawnt. Hat nur halt lange gedauert, bis ihr angekommen seid. Und kein J47. Schlimm. Warum kein J47? Wo bist du hin? Na, hier sind noch mal welche. Na, jetzt haut doch nicht ab. Wo wollt ihr hin? Wait of me. Ich will eure EP haben. Gebt mir eure EP. Na, kommt. So einen Weihnachtsbaum möchte ich mal für mein Camp noch haben. Ich habe zwar mir den großen für die Atome gegönnt. Auch hier schon aufgestellt, aber... Das Blöde ist, man kann ihn nicht beschmücken. Das hätte ich gerne irgendwie noch gehabt. Na, vielleicht wird es da noch was Kostenloses geben oder so, wo man sagt, ja hier, Deko, die du da ranhauen kannst. Weil bis jetzt kann ich da auch keine weitere Deko dranhauen. Hätte ja wenigstens gedacht, dass er irgendwie so als, größerer Briefbeschwerer sagt, okay, hey, ich bin hier. Bemale, bedecke mich mit irgendwas und dann klappt das schon. Aber leider nein. So, und hier ist jetzt schon Schicht im Schacht. Schade. Dabei hätte ich hier gerne noch das Level-Up drin gehabt. Aber wird wohl wahrscheinlich in der nächsten Folge sein. Schade. Oh, hier können wir euch auch nochmal alle ausnehmen. Und hier ist auch keiner mehr. Na gut. Dann hier noch einmal haben wir schon. Steigen wir erstmal wieder aus. Packen einmal kurz die Perks um. Mal gucken, ob wir uns denn noch bewegen können. Also porten können. Oder ob das jetzt für das erste Mal gegessen ist. So, Reiseapotheke, starker Rücken. Stimmt, Messi nur auf 1. Waffengurt auf 2, weil ich habe momentan immer noch mehr Munition da. Ja, wir können sogar noch dicke porten. Passt, wackelt und hat Luft. Komm, wir geben noch mal kurz die Daten, wollte ich gerade sagen. Die DNS ab, der Brandbestie. Und schauen mal, ob wir nicht vielleicht doch unser Level-Up erschmuggeln können. Das wäre jetzt vielleicht noch so eine Notlösung. Um zu schauen, ob es denn klappt oder nicht. Ja. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt eigentlich gut reingehauen. Die 7 Level, die ich jetzt hier gemacht habe. Die sind ja jetzt auch alle in einer Aufnahmesession entstanden, ohne dass ich einen Teamverbündeten hatte. Ich hätte eigentlich auch bedenken müssen, letztes Mal hatte ich Mausi dabei, die hat ja inspirierend 3 drin mit Teilen. Da geht das natürlich deutlich einfacher von der Hand, wenn ich dann selbst noch mit Inspirieren gehe und KKG mache. Ne? Oder mit Patrick und dann Inspirieren 3 einfach reinmachen. Hm. Weil er dann wieder den Reiseberater teilt. Selbst damit ist es ein bisschen schneller. Aber na gut. Hab mich entschieden, abends das noch eine Runde zu machen. Hat aber leider keiner Zeit gehabt. Deswegen versuche ich halt trotzdem meine 10 Level zu machen. Eigentlich ist ja schon mit 10 Level, bin ich ja eigentlich schon drüber. Weil man müsste ja eigentlich dann nochmal 50% oben drauf rechnen. Das heißt, eigentlich müsste ich nochmal 5 Level drauf machen. Gerechnet kriegen. Ja, wir haben ja schon 15.
Somit habe ich mich ja eigentlich schon überboten. Na, könnte man auch so sehen. Na, mal gucken. Eigentlich sind wir ja jetzt schon bei der Überbietung fertig vom letzten EP-Win. Kommt da jetzt noch einer oder nicht? Darf ich kurz ran? Na, gut. Testet. Ihr testet. Ich habe keine Ahnung, ob es so Level abgegeben hat oder nicht. Es hat ein Level abgegeben, aber es buggt halt momentan. Kann man nicht ändern. So, heißt, wir sind jetzt 28. Also werden jetzt noch 2 Level. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie weit jetzt meine Festplatte voll ist und wie weit nicht. Bock hätte ich schon noch. Ja, aber die technischen Auflagen, die muss ich halt auch noch ein bisschen behutsam abgeben. Und da ich die letzten Tage so ein bisschen faul war und dann noch ein paar von den anderen Projekten noch unverarbeitete Sachen habe. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Wird das wohl noch ein bisschen voller sein als sonst. Achso, hier, der Baum. Wie gesagt, schade, dass man den nicht irgendwie beschmücken kann mit Kugeln oder so. Es gibt halt nur die Lichterketten im Atom-Shop. Ah, ist halt ein bisschen schade und ärgerlich. Aber na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier natürlich den Cut. Ich mache mich hier jetzt soweit schon mal leer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.